Hallo liebe Abgefahren-Nutzer, wir sind hier in One Epic Game, das neueste Spiel aus der Schillingo-Schmiede. 79 Cent fürs iPhone, leider nicht Retina optimiert, das fällt bei dem schnellen Spielfluss aber im Spiel selbst nicht weiter auf. Das ist so ein Endlosläufer im Kampagnenmodus, den wir jetzt gerade starten, muss man jeweils 300 Meter laufen. Und in diesem Fall, in dieser Mission, dürfen wir keine Gegner töten, was gar nicht so einfach ist. Mit dem linken Daumen wird gesprungen. Mit dem rechten Daumen schießt man, was wir jetzt nicht dürfen. Aber dazu später mehr. Wenn man ein bisschen länger hält, kann man länger hüpfen. Das war jetzt nicht lang genug. Wer runterfällt, ist sofort tot und muss wieder von neu beginnen. Wie gesagt, 300 Meter. Das Ziel läuft oben mit. Die Level generieren sich mit jeder Spielrunde neu, was wir eigentlich ganz gut finden. Wenn man irgendwo hängen bleibt, gibt's doch gar nicht. Dann ist es beim nächsten Mal anders. In diesem Fall war es immer noch schwer genug. Aller guten Dinge sind drei. Wir versuchen es nochmal. Ups, das war knapp. Hätten wir aufspringen müssen. Okay, ein letztes Mal noch. Ist gar nicht so einfach. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Mission. Da haben wir ein Leben verloren. Das war jetzt mein Fehler. Na gut, wir lassen das. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Deswegen gehen wir jetzt mal ja hier in Challenge Mode. Da muss man zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Münzen einsammeln oder Gegner töten. Das wollen wir euch natürlich auch mal zeigen. Hier sind wir in einer anderen Welt. Es gibt 5 an der Zahl. Und ja, mit dem rechten Daumen wird geschossen. Es gibt verschiedene Waffen. Jetzt haben wir gerade einen Flammenwerfer aufgesammelt, den wir euch natürlich auch gerne zeigen wollen. Zack, da geht's los. Man kann den Leuten auf den Kopf springen. Und wie gesagt, 30 müssen wir jetzt töten. 6 haben wir schon. Ups, da ging es nach unten. Ja, was soll man da machen? Wir versuchen es noch einmal. Also es ist echt schon schwierig, muss man sagen. Aber man will einfach immer weiterkommen. Man will es schaffen und das ist das, was ein Spiel braucht. Klar, irgendwann ist es ein bisschen eintönig, aber bisher, muss ich sagen, macht das jede Menge Laune. Jetzt haben wir eine Shotgun, aber keine Gegner. Zack, zack. Ach genau, da war gerade so ein Holzfäller oder was. Es gibt ab und zu auch Kühe oder was, die darf man halt nicht abschießen oder töten. Sonst kriegt man einen Minuspunkt, da muss man also auch drauf achten. Jetzt wieder mit dem Flammenwerfer. Jetzt habe ich mich davon über den Haufen werfen lassen. Gut, aber ich denke, das Spielprinzip sollte klar sein. Und für alle Highscore-Sammler gibt es hier noch einen Endlos-Modus. Was hat man denn gerade? Wir machen jetzt mal hier den Zombie Outbreak, den hatten wir glaube ich noch nicht. Da muss man halt einfach so weit kommen, wie man es irgendwie schafft. Mit seinen 4 Leben am Anfang. Alles ist erlaubt. Und der Highscore wird über diesen Crystal-Dienst geteilt. Da bin ich ja kein Fan von. Ups. Leider kein Game Center. Was ich ein bisschen schade finde, weil das haben eigentlich die meisten und... Ist ja immer ganz praktisch, wenn man alles in einer App hat oder im Game Center. Jetzt haben wir diesen Laser, der ist auch ganz cool. Der macht einfach alles kaputt. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Oh, jetzt haben wir nur 2 Leben. Jetpack auch ganz cool, um größere Lücken zu überwinden. Aber wie gesagt, auch nur für kürzere Zeit. Ein Speed-Up, der die Sache nicht unbedingt immer einfach macht. Ups. Aber schon 650 Meter jetzt gleich. Maschinengewehr. Ganz entspannt hier.
Ah, da war die Kuh, der gesehen, draufgeschossen und es gibt Punktabzug. Das ist natürlich gefährlich. Kleine Laser wieder. Ja, jetzt lebe ich aber hier. 1000 Meter. Checkpoint. Zack. Oh, da sind wir zu spät gesprungen. Ja, das war One Epic Game. So episch ist es nicht, aber wer das Genre mag, das Genre mag, der kann da auf jeden Fall mal reinschnuppern. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gezockt, habe 10% Game Completion, ach Gott, mein Englisch wieder. Auf jeden Fall bin ich bei 10% angelangt. Und ja, schaut auch einfach mal rein, es macht durchaus Spaß.